Hallihallo und willkommen zu Pantheon auf der Top Lane. Ihr habt ja inzwischen mitbekommen, wenn ich irgendwo was anderes zeige, dann spiele ich ganz gern mal Bully Champions. Das begründet sich halt einfach darauf, dass ich sagen kann, alles klar, in der Laning-Phase kann ich sehr dominant auftreten, da habe ich so einen ähnlichen Charakter wie auf der Botlane als Supporter, kann also offensiv spielen, kann wegdrängen und dann dementsprechend das Ganze halt dann eben verwerten. Mal gucken, ob wir das heute hinkriegen. Wir spielen gegen Jax. Der hat ebenfalls Teleport mitgenommen, aber ich bin mit Lethality-Runen unterwegs und hoffe, dass ich ihn so ein klein bisschen überraschen kann. Ich wünsche euch viel Spaß. Yeah. So, ich habe jetzt halt meinem Jungle noch ein klein bisschen geholfen. Ist auf der Toplane jetzt nicht so schlimm, denn ich muss halt jetzt halt nur ein kleines bisschen passiv spielen. Erfahrung bekomme ich sowieso komplett. Und wenn ich jetzt halt die Wave in meine Richtung laufen lasse, Minions werde ich wahrscheinlich keine verpassen, weil er es nicht ganz so schnell hinkriegt, wie er es gerne hätte. Und dann können wir hier anfangen, in einer sicheren Umgebung zu farmen und ihn halt dann zu poken. Immer wieder dann das Q raus, immer wieder. Er pusht natürlich jetzt noch ein bisschen weiter, ist klar. Er möchte den Levelvorteil haben, aber er nutzt ihn nicht. Dann fangen wir halt gleich mal mit unserem E an. Okay. Bringt ihm jetzt nicht wirklich sonderlich viel. Das kann ich mit dem Q nehmen. Hier kann ich hoffen, dass meine Minions schnell genug arbeiten. Und dann sehe ich hier eine Kindred, der ich aber nicht weiter helfen muss. Ich sollte dann, wenn ich wieder im Kampf gegen Jax bin, eine Aufladung meines Tranks nehmen. Einfach, dass ich das Mana habe und dass ich dann dementsprechend auch den Brandschaden auf ihn drauf bekomme. Gleich wieder Q dran. Ah, ich habe ihn nochmal getroffen. Er aktiviert seinen einzigen defensiven Spell gegen mich, was ich halt insofern nicht nachvollziehen kann. Natürlich werde ich dann gegankt. Na, mal, ich glaube nicht, dass ich da noch rauskomme. Naja, doch, ich komme sogar noch raus. Ja, er ist nicht in Turm Range. Ich hätte hier nicht mehr weiterfighten sollen. Aber es war insgesamt doch wieder okay für mich. Ein kleiner Schritt. Oh, Mann. Ja, ich möchte hier auf die Ghostblade zuerst gehen. Ich möchte halt meinen Lethality-Bonus so weit wie möglich nutzen. Und, falls möglich ist, dann das Ganze auch verwerten Richtung. Ja, das kannst du schon so machen. So, wieder einen Trank nehmen. Und schon bin ich wieder in der Druckposition. Er hat das hier einfach ein bisschen schlecht gespielt, weil er halt mehr in meinen Minions gekämpft hat, als ich in seinen. Und ich hatte den Levelvorteil, warum auch immer. Ja, ein bisschen seltsam, aber es läuft ganz gut so. Ja, jetzt kann ich ihn zonen. Jedes Mal, wenn er einen Minion haben möchte, bekommt er einen Speer als Antwort. Und ich bin auch noch in so einer Position, dass ich mich gerade reinpushen lassen kann. Na, ich werde gerade reingepusht. Sein E ist raus. Also jetzt kann er erst recht nicht mehr ran. Er hat ganz genau gesehen, was ich davor mit ihm gemacht habe, als er sein E verschwendet hat. Ich bin direkt komplett offensiv auf ihn gegangen. Und ich würde es immer wieder genauso tun. Kindred, na okay, ich habe gerade auch gesehen, der Graves, der ist irgendwo in der Mitte unterwegs. So, der Minion kriegt er nicht, ich krieg meinen aber auch nicht, weil ich den falschen Weg gelaufen bin. Na, er müsste halt wirklich für jeden Minion, den er haben möchte, in irgendeiner Art und Weise sich hier rein bewegen. Ja, und ich nutze jedes Mal die Gelegenheit, wenn er das so machen würde. Ne? Wenn er reingeht, um zu farmen mit seinem E, kriegt er sofort die Retourkutsche. Oder wenn er eben versucht, einfach nur mich zu fighten und sein E in irgendeiner Art und Weise verschwendet, dann gibt es auch gleich wieder ein paar auf die Ohren. Ich bin halt absolut in der Drucksituation. Ich kann es mir erlauben, das Ganze hier auch sehr, sehr sicher zu spielen. Ich bin ihm überlegen in den Early Leveln. Später wird er mich natürlich zerreißen, das ist klar. Wenn ich da nicht aufpasse, dann bin ich so gut wie des Todes. Aber solange ich eben jetzt den Vorteil hier habe, werde ich es weiterhin so spielen. Werde natürlich dann weiter in Offensiv Richtung Ghostblade gehen, wie ich es auch geplant habe. Nope, nehmen wir diesen hier.
Ich werde aber auch recht bald gucken, dass ich die Wave dann doch mal rausbekomme. Nein! Ja, jetzt bin ich eher so in der Position, wo ich sage, alles klar, du bist da, du kriegst einen Speer. Du bist weiterhin da, du kriegst einen Speer. Ihr kriegt alle einen Speer. Kindred meinst du hochkommen? Müsste sie gar nicht machen. Na, er kann nicht mal wirklich hier ran. So, dann nutze ich es auch mal kurz, damit ich hier farm. Es ist zwar nett, dass diese Kindred da ist, aber ich habe ihre Hilfe gerade nicht wirklich nötig. Na, no. Ob sie da nochmal rankommt, dann hätte ich nämlich, wenn es soweit wäre, noch mein Q bereit. Ne, leider nicht. Ist für mich aber jetzt halt auch ein guter Zeitpunkt, dann back zu gehen. Und eventuell mit meiner Ulti auf der Bot-Seite irgendein Play zu machen. Das habe ich jetzt insgesamt halt dann doch selbst zu verschulden, dass wir den Kill nicht bekommen haben, weil ich davor zu häufig mit meinem E in die Wave gegangen bin. Das E kostet halt auch Mana, war hier absolut nicht nötig, dass ich das wirklich nutze. Dementsprechend, das war mein Missplay. Ein paar Schuhe nehme ich zwischenzeitlich doch mit. Und jetzt gucke ich mal, ob ich dann hier runter roamen kann, aber es sieht nicht gut aus. Vielleicht overextenden jetzt die beiden hier. Das wäre natürlich sehr, sehr schön für mich. Ich muss noch ein Sekündchen warten und dann kann ich direkt hinter ihr ulten. Ich habe es noch früh genug gesehen, dass hier der Graves dazukommt. Kann aber nichts mehr machen, weil ich gebindet war. Ich wollte dann noch mal ein Q setzen, beziehungsweise mein E war genauso dumm. Der Gank hat so schon nicht funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Und dann hätte ich das Ganze auch einfach sein lassen sollen. Vielleicht ein bisschen, na, ist halt die Frage, vielleicht ein bisschen weiter hier reingehen. Das wäre es gewesen. Tja, dann halt wieder hochlaufen. Es wäre natürlich schöner, wenn ich unten mit meiner Ulti ganken kann und dann hochporte. Gegen diesen Jax ist jetzt nicht wirklich nötig. Ich verliere zwar hier einiges, aber ich bin ja trotzdem schon Level 7 mit halbem Erfahrungsbalken. Also ich konnte mir so eine Auszeit in Anführungsstrichen doch einmal leisten. Und es ist eigentlich jetzt für mich sehr einfach möglich, ihn dann wieder wegzudrücken. Den nehmen wir uns. Hat zwar unseren Flash gekostet, aber das, denke ich mal, ist okay in solchen Situationen. Er wird mit dem Teleport wiederkommen. Ich muss, also ich bin ja jetzt halt hochgelaufen. Ich skill als nächstes das E, damit ich halt öfter dann noch den Stun habe. Ist im 1 gegen 1 sicherlich nicht verkehrt. Und das Gute ist halt, ich habe auch meinen Pot jetzt noch voll. Also egal, was er jetzt halt machen möchte, ich kann ihn enorm unter Druck setzen und das möchten wir dann auch machen. Müssen wir hier unsere Kindred helfen? Nee, die drehen schon weg. Irgendjemand hat mir auch zwischenzeitlich einen Ward da gelassen. Voll nett. So, hier mal kurz vorgehen, die Minions wegziehen, damit meine Minions näher an den Turm gehen können. Hat aber scheinbar nicht ganz so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh. Der Graves wieder. Damit hätte ich rechnen müssen, aber ich war greedy. Ich wollte noch ein Q auf diesen Jax bekommen. Ein einziges Q und er wäre tot gewesen. Denn er war bereits unter 15% Leben zu der Sekunde und dann crittet natürlich auch mein Q. Ist okay. Ich werde jetzt halt hier importen und hoffen, dass ich ihn dann bekomme. Ich habe meine Ghostblade, die kann ich halt für Movement-Geschwindigkeit aktivieren. Einfach nur hoffen, dass er jetzt hier greedy ist und länger da bleibt. Ja, ist er. Und dementsprechend kann ich mir ihn eigentlich abholen. Er müsste nach unten weglaufen. Na, aber dich kriege ich noch. Dafür habe ich ja meine Ghostblade. Dafür habe ich meine Ghostblade dabei. Er hat jetzt auch seinen Teleport wieder bereit. Ich glaube, der hat ihn davor nicht benutzt. Von dem her, einfach das Ganze jetzt hier noch reinpushen.
und gucken, ob ich irgendwo anders was machen kann. Schön wäre es natürlich in der Mitte, weil es der kürzeste Weg ist. Aber das sieht irgendwie nicht ganz so aus, als wäre das möglich, weil ich halt einfach auch Hilfe brauche. Ich habe kein einziges Item gegen Wladimir gekauft. Warum oder was wäre meine Intention dahinter, ihn jetzt alleine angehen zu wollen? Das wäre total dumm. Und das machen wir nicht. Wir sind nicht dumm. Wir haben schon genug Missplays gemacht. Aha, ein Ward. So klug waren wir wenigstens. Ich habe aber leider selber kein Ward jetzt für hier, weil ich den hier unten verschwendet habe. Also, lasse ich mich wieder ein klein bisschen rein pushen. Ich bin ja immer noch in einer sehr guten Situation. Speer kriegt ab. Ja, ganz so greedy sind wir jetzt nicht mehr. Der ist halt eigentlich nur in Erfahrungsrange. Das ist das Einzige, was er hier bekommt. Ab und an einen Speer, wenn er das denn möchte. Muss halt auch so ein bisschen im Blick behalten. Das ist mir zu offensiv gerade. Das ist mir viel zu offensiv gewesen. Es war schon wieder seltsam. Ich habe hier eigentlich gerade mit einem Graves von hier oben gerechnet. Noch einmal reinpushen. Denn jetzt kann er nichts machen. Schön, dass mein Team hier auch noch einen Drachen mit nach Hause bringt. Sehr, sehr schön. Na, ja, Graves ist halt so das Problem. Der kann natürlich jetzt... Nee, der ist im Bot-Jungle. Alles safe, nice. Ich habe keine Aufladung mehr. Ich muss also recht bald zurück. Ich push nicht wirklich gerade, weil ich ja doch trotz allem das Geld eigentlich haben möchte. So. Es wird noch viel in den Turm laufen, also soweit war das schon in Ordnung. 5-3-1, oh yeah. Aber lang wird es nicht mehr so bleiben, außer ich steamroll halt ihn komplett. Das ist natürlich auch meine Hoffnung. So, ab. 2 Minuten noch bis zu meinem Teleport. Dann möchte ich aber, also spätestens dann möchte ich einen Ulti-Gank machen, der auch irgendwas bringt. Der erste war ganz in Ordnung. Leider dann durch Greediness irgendwie das Ganze doch wieder ins Negative gebracht. Wir ulten jetzt einfach mal hier hoch, damit wir die Minions nehmen. Ich möchte eigentlich nicht viel damit machen gerade. Ich weiß, dass er mich gerade nicht contesten kann. Ja, da hätte ich mein Q vorsetzen können. Er kann mich hier nur sehr schwer contesten oder auch gar nicht. Von dem her werde ich jetzt halt pushen und die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ich zweifle daran, dass ich Jax und... Was macht denn Jax da? Ich weiß nicht. Das ist so das typische Beispiel. Der ist behind, aber versucht die Plays zu machen. So kommt mir das vor. Wahrscheinlich gewardet. Dann wäre ich doch lieber oben geblieben und hätte einfach nur gepusht. Das hätte wesentlich mehr gebracht. Wieder habe ich eine Ward hier in der Mitte gelassen. Ich bin schon ein ziemlich sozialer Toplaner. Sollte ich nicht machen. Jetzt werde ich aber hier oben den Turm einnehmen können. Weil Jax ja auch keinen Teleport hat. Ich kann jetzt ja einfach nur auto-attacken. Wenn die hier keinen Mist bauen... Na, du stirbst. Nicht? Wow, er stirbt nicht. Ja, ich weiß schon, dass da was kommen kann. Ich bin ja auch schon fast weg. Fast. Ich konnte halt jetzt eben mit der Sicherheit arbeiten, dass Jax keinen Teleport hat. Nehmen wir mal hier die Pflänzelein mit. Und dann werden wir wieder offensiv gegen Jax vorgehen. Ich meine, er hat halt einfach auch wirklich eine Arschkarte gezogen, muss man einfach so sagen. Er kann mich nicht contesten, aber wenn er irgendwo anders hingeht, dann wird er über kurz oder lang seinen Turm verlieren. Jetzt weiß ich aber gerade nicht, wo Grace. Er ist in der Mitte. Heißt, ich bin wieder super offensiv. Inzwischen kann ich es mir auch leisten, dass ich hier wirklich so weit vorgehe. Ich verliere vielleicht dadurch den ein oder anderen Minion selber, aber er bekommt halt nicht mal Erfahrungspunkte und das ist halt auch schon einiges wert. So, mal ein bisschen wieder zurückfallen lassen. Die Minions nehmen. Er ist sich wieder sicher, dass er vor kann. Also, hier hast du deinen Speer. Du wolltest ihn ja. Er ist halt ultra tiltend auch für ihn, ist klar. Da kriegst du jetzt deinen Speer sogar mit aktivierter Ghostblade. Ich gratuliere dir.
Und solche Spiele gewinnt man dann teilweise auch einfach nur deswegen, weil man einen asozialen Champion hat und die Gegner wegtilten vor dem Herrn und keinen Bock mehr haben, nochmal und nochmal und nochmal getötet zu werden. Na, er kann halt einfach jetzt gerade nur Kilometer weit hinten stehen und kriegt überhaupt nichts. Das heißt für mich aber auch, ich mache alles richtig. Aber jetzt könnte ich auch mal wieder gucken, wo er ist. Oder ob er schon AFK gegangen ist. Seltsam. Seltsamer Kollege. Vielleicht pushen wir doch mal rein. Wohl. Oh. Wir können schon ja auch hier runter ulten. Wir konnten ja auch mal da runter ulten. Das ist ja auch vollkommen möglich, solange sogar die Wave noch in unsere Richtung. Ja, okay, jetzt nicht mehr. Aber vorhin, als sie noch ein bisschen ausgeglichener war, perfekter Zeitpunkt einfach. Ja, Kindred möchte dahin. Gut. Pant, you need it. Du brauchst diesen Buff, glaube mir, sagt Kindred. Und wirklich brauchen ist jetzt zwar nicht der Punkt, aber ich nehme ihn gerne mit. Das ist eher die Sache. Den nimmt man gerne mit. Für sie selbst ist es eine Aufladung. Und für mich ist es halt dann der Buff, für alle anderen ist es Gold, das ist super nice. Auch wieder ein Punkt, warum Pantheon Top so eine geile Sache ist. Er ist halt nicht nur der Bully hoch 3, sondern er ermöglicht es dann einem halt auch noch hier solche Sachen zu machen. Turm in der Mitte. Wir sind wieder ahead. Finde ich cool. Du wolltest doch deinen Speer. Hier hast du ihn. Ich kann halt locker noch an meine Minions ran und ihn jetzt halt wieder zonen, weil im Endeffekt ist die Wave gepusht. Tja, ganz cool, so hat man halt dann einen gegnerischen Champion komplett rausgenommen im Endeffekt. Und was ich jetzt halt auch mal machen möchte, ist aber den Turm da oben kriegen. Zonen ist schön und gut. Da muss ich mit. Da muss ich instant mitgehen. Nicht, dass hier noch eine Action ausbricht und mein Team praktisch dadurch am Sterben wäre. Lieber porte ich hier und habe die Sicherheit für mein Team, als dass da was eskaliert. Denn wir sind gerade auf der Siegerstraße und das sollte man eben nicht leichtfertig aufgeben. Er hat's versucht. Haben wir eigentlich Wave Clear? Nein. Wir haben Lucian in der Mitte. Das verwirrt mich die ganze Zeit. So ADCs in der Mitte ist zwar immer eine schöne Sache, aber na, ich als Otto-Normalspieler, ja, der ganz einfach seit 7 Seasons das gleiche spielt mit einem Top-Laner, einem Magier in der Mitte und plötzlich ist da hier so ein ADC. Es geht ja überhaupt nicht klar. Schuhe nehmen wir Tabis. Grund, weil ich es kann. Nein. Der Grund ist, weil halt einfach die Gegner Jax haben macht, Auto-Attack-Damage, Graves auch und Jhin. Ja, der hat nur seine 4 Schüsse und seine Spells und wenn halt da von dem Spell der dann 12% weniger Schaden macht, dann ist das durchaus eine Sache, die man kann man machen. Könnte ein bisschen ballsy sein. Aber funktioniert. Bisschen ballsy, aber hat auch gut funktioniert. Ich möchte mich jetzt aber nicht ganken lassen. Ward entfernen. Ah. Die werde ich ja wahrscheinlich nur noch sehr schwer kriegen. Doch, kriege ich. Ich dachte nämlich, die kommt jetzt halt noch mit einem Mantra W um die Ecke und heilt sich wieder hoch und beinet mich dann. Hat sie nicht.
Hui. Ja, gegen drei im Endeffekt. Zuerst den Jax-Armor rausgenommen und danach halt jetzt noch den Rest. Ich gehe jetzt deswegen auch ein bisschen defensiv, dass ich halt die Resistenzen habe, um solche Plays machen zu können. Ich bin sehr gefeedet, ich kann auch einfach diven, wenn ich möchte, aber ich brauche eben auch ein bisschen Rüstung, damit das funktioniert. Cooldown Reduction habe ich jetzt genug dabei, Ghostblade hier, hier 20% über Black Cleaver. Alles super, mehr brauche ich eigentlich in der Sekunde nicht. Da kann ich mir vielleicht später nochmal überlegen, ob ich 10% irgendwo mitnehmen möchte. Aktuell ist es nicht nötig. Ah. Oh. Was machst du denn? Hey, irgendwie tut er mir schon leid. Ich muss ganz ehrlich sagen, er tut einem auch leid. Vielleicht hätte ich meinen Damage gerade auch nicht ganz so extrem splitten sollen. Dann wäre das Ganze auch vielleicht ein bisschen besser ausgegangen. Also es ist nicht schlecht ausgegangen, das möchte ich ja überhaupt nicht behaupten, aber es hätte besser sein können. Ulti hoch, wir haben sie eh ziemlich schnell wieder. Dann ist die Wave hier geklärt und dann kann man wieder überlegen, was man als nächstes macht. Und das wäre, glaube ich, in der Sekunde sogar pushen. Hier ein bisschen Wish machen, die Golems wären da, die kann ich mitnehmen. Ich bin halt einfach gerade so auf dem Gedanken, wie nehme ich dem Gegner so viel wie möglich weg. Ich muss auch immer gucken, wie bedrohe ich. Das war schön. Länger möchte ich hier nicht bleiben. Ich habe zu wenig Mana. Lucian kann den Turm ja auch gut clearen. Ich habe aber hier meinen Guardian Angel. Nimm nochmal zwei Control Wards mit. Und kann dann an anderen Punkten wieder effektiv sein. Ja, das war nämlich mein Gedanke. Wir haben hier zu wenig Vision. Und dafür, dass wir zu dritt sind, also wir wären zu dritt gewesen. Klar, ich bin gefeedet, wie immer. Aber, naja, das... So, dann mal hier an den ADC ran. Und danach den da unten mitnehmen. Na, wo bist du? Wo läufst du hin, Wladimir? Der. Und ich habe ja noch meinen Guardian Angel. So ist es ja nicht. Gut, das ist jetzt der Zeitpunkt, da muss ich aufhören zu kämpfen. Da darf auch der Lucian das übernehmen. Kein Problem, aber ich bin hier fertig. Ich habe 4 Leute beschäftigt, darunter 3 getötet. Was will ich mehr? So ein Edge of Night will ich vielleicht noch. Warum nicht? Warum nicht? Und die Hochporten kann ich auch, damit ich dann diesen Turm hier einnehmen kann. So, die Minions werde ich dann, wenn überhaupt, nur mit dem Speer clearen. Aber halt gucken, dass ich jetzt nicht so overextende, wenn hier irgendwas noch kommt. Reine Vorsicht. So, ich bin zwar extrem gefeedet und ich kann mir extrem viel erlauben. Na, je gefeedeter man ist, desto mehr Missteps kann man sich irgendwie gönnen. Aber hey, heißt nicht, dass ich komplett retarded spielen soll kann. Weil das ist eigentlich der größte Fehler, den man als gefeedeter Charakter machen kann. Dass man zu weit sich raustraut, dass man zu viele Fehler macht. Das zum Beispiel wäre jetzt schon langsam in der Kategorie des zu viele Fehler machen. Ja, definitiv, das war ein zu viele Fehler. Ein Q nicht auf den Jhin gerade gesetzt, überhaupt der Snare. Der Snare war halt gerade schon der große Fehler. Ja. Und so ermögliche ich halt es dem Gegner, dass er wieder ein klein bisschen zurück ins Spiel kommt. Ich meine, gut, wir haben die Botlane durchgepusht, wir haben
ein Jax bei den Gegnern, der mit 10 Toten nicht gerade den besten Stand hat. Aber wenn ich weiter so mache und immer wieder rein dashe, ohne dass ich irgendeine Krückendeckung habe, würde ich das Ganze auch komplett throwen. Obwohl, dieser Jax, ich glaube, der gewinnt es auch solo. Verliert es solo. Entschuldigung, mein Fehler. Kann ich mir irgendwas kaufen? Eigentlich nicht. Ich habe meine Ulti, aber das reicht nicht bis zur Toplane. Schade. Aber es wäre auch ein bisschen OP, wenn Pantheon überall hinspringen kann. Na gut, damit dann Edge of Night. Aber das heißt, ich möchte meine Control Ward so ein klein bisschen platzieren. Und überhaupt mal ans Warden denken. Na, nicht schlecht die Idee gewesen. Hier ist nämlich auch einer unterwegs. Die Vision hier noch generieren. So. Und dann gehen wir ein klein bisschen mit Rakan mit. Und dann gehen wir wieder hoch. Damit wir dann hier pushen können, beziehungsweise unserem Team so ein bisschen die Freiheit geben, was sie jetzt machen. Mein Ward stelle ich deswegen um, damit ich ein bisschen mehr Luft habe. Gut, war nicht nötig. Da hat mein Q gefehlt. Verdammt. So, wenn meine Leute klug sind, und das sind sie, dann gehen die jetzt mit und ich Topseite. Denn ich reiße den Turm ja noch mal ein kleines Stückchen schneller ein, mit mal, wenn ich alleine bin. Kriege ich die Aufladungen von meiner Hand des Barons. Also diese Miniaturform-Sache da. The Glimpse of the White. Und dem können wir halt, wenn wir alleine sind, auch enorm viel Schaden an den Türmen anrichten. Ich weiß nicht, ob es nötig war, ihn abzubrechen, aber er hat mit Kugeln um sich geschossen und ich dachte mir, ich unterbinde das mal. Ah, das ist so ekelhaft. Das ist einfach so ekelhaft. Mit dieser Rauchgranate von Graves. Graves wollte ich auch mal noch spielen. Habe ich eigentlich mein... Nein, habe ich noch nicht. Mein Guardian Angel hat noch 20 Sekunden Cooldown. Ah. Kaufen wir uns doch mal wieder was. Dieses hier und... Das wäre übertrieben, oder? Das wäre schon über... Naja, warum nicht? Also, der Item-Build an sich macht schon deswegen Sinn. Also jetzt hat noch auf Blade of the... das Blade of Draktar gehen, weil halt ich dadurch meine Lethality, die ich habe, ein klein bisschen besser verwerten kann. Und ich habe ja gesagt am Anfang, ich habe Lethality-Runen dabei. Das heißt, ich bin gerade bei 60 Lethality. Das hier umgerechnet, nur 75 plus 200% Lethality, wären dann, ja, wäre gute Mathe, 195 Schaden True Damage on Hit, wenn ich das ganze Ding procke. Und dann bekommt er auch noch das Ding 15 Lethality drauf. Also sind wir bei 75 mal 2, 150, 225 True Damage. Das wir dann on Hit, also on Proc praktisch, nutzen können. Ist schon nicht schlecht. Jetzt ist halt die Frage, wie mache ich das mit Edge of Night? Aktiviere ich es vorher und springe dann rein, oder... Weil es hält ja halt auch nur 5 Sekunden jetzt nur noch. Oder ich aktiviere es gar nicht. Na. Ja, weil wenn man in den Kampf gezogen wird, dann bricht es ja ab. Tschup, meiner. So, dahinter ulten. Zum Zonen eigentlich nur. Na, ich habe jetzt halt nicht vor, hier größere Dinge zu machen, außer vielleicht töten. Das Prinzip Win Game ist bei Pantheon sehr, sehr stark vertreten. Probiert es selber mal aus.
ein bisschen offensiv spielen, so wie ihr es als Poke-Supporter machen würdet, und den Gegner halt einfach dann wegdrücken von jeglicher Erfahrung oder Farm. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Gemiss.